Okay, discard a thought to go zurück. Aus einer Auszeit. Aus einer Staycation, sagt meine Freundin. Das ist Vacation zu Hause. Was machen wir in Covid? Ja. Nicht ganz wie Urlaub. Eine Auszeit. Was passiert da? Dein Alltagsmotor tust du ein bisschen kurbeln. Also du fährst nicht mehr 130 im Alltag, du fährst vielleicht 30. Also ich glaube, es war mir möglich, also ich habe ungefähr 80% runtergezogen vom Alltag, von Kontakte, von E-Mails und so weiter. Ein bisschen Kontakt hast du ja immer. Aber 80% weniger heißt, was mache ich mit dieser 80%? Ja? Was erlebe ich, ja, wenn ich das weg habe? Also gleichzeitig möchte ich sagen, der Alltag ist ein sehr rettender Ort. Ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber was wir manchmal erleben und es gibt Situationen, wo wir es gar nicht wahrnehmen. Input. Mails, Freunde, Termine, Erledigungen, Updates, Sachen, ganz viel. Und wenn du irgendwann voll bist, kann sein, dass du nicht mehr in der Lage bist, du musst auch wieder irgendwie raus, ja, auch aus diesem Ding raus. Okay, dann fahre ich runter auf 20% und dann habe ich ein anderes Wahrnehmungstempo, ja. Zeit spielt eine große Rolle für unsere Wahrnehmung, ja. Du kannst laufen, du kannst ein Fahrrad fahren. Du kannst im Auto sitzen, du kannst im Zug sitzen, du kannst im Flugzeug sitzen. Die Wahrnehmung wird immer anders. Das Tempo ist ganz wichtig. Das habe ich in dieser Auszeit insbesondere wahrgenommen. Was mache ich, wenn ich 80% weg habe von dem, was ich normale Zeit mache? Also zum einen habe ich den Lauf. Also, sagen wir mal so, der Tages... Wie sagt man da auf Deutsch? Also, wie der Tag abläuft vom Hell-Dunkel. Also, ich bin aufgestanden, war es dunkel. Ich saß hier meistens eine Stunde einfach und habe geguckt, wie das Licht kommt. Ja, dann kommt das Licht, dann wird es immer ein bisschen heller. Dann beobachtest du das viel mehr. Gegen Mittag ab 3 fing es an zu kippen, aber jeden Tag wurde ein ganz bisschen länger. Und dieser Lichtablauf, ja, dieser Tagesablauf von Licht, und das kriegst du viel mehr mit. Ich habe auch zum Beispiel, manchmal bin ich einfach in der Wohnung rumgelaufen und habe irgendeinen Gegenstand gesehen. Ich habe mir mehr Zeit genommen mit diesem Gegenstand, oder ich habe manchmal rumgelaufen und plötzlich war was anders, was mit diesem Gegenstand und mit mir eine Idee entwickelt, ja? Was ist da für eine Beziehung? Was könnt ihr vielleicht sagen, machen, tun als Künstlerin? Wie fließt das eine in das andere? Ja? Ja. Sowas ist, Time Out ist Time In, einfach woanders. Es ist ja dieses Tempo, also das war für mich ganz wichtig, diese Erfahrung. Ich möchte das auch in meinem Alltag ein bisschen mehr eingliedern. Ein gutes Gespür, wenn es wichtig ist, ein bisschen runter, ja. Also nicht als negativ, oh Gott, ich muss mich retten, ich muss raus, ich muss in Urlaub, ist alles furchtbar. Das meine ich nicht. Sondern,
Okay. Ja. Bisschen weniger. Wie kann ich das gemäß machen? Nicht jeder ist ein freischaffender Künstler. Wie könntet ihr das mal in eurem Alltag, wann und wo? Es muss ja nicht alles perfekt sein und ich meditiere und atme und diese ganzen Dinge. Nimm einfach den Augenblick, wenn es da ist und ihr das braucht, ja? Das ist etwas, was mir Einkehrauszeiten schenken, was ich euch mit euch teilen kann. Und das ist genug für heute. Es wird mehr darüber gesprochen später. Ich bin wieder da, jede Woche. Nächste Woche ist dann das Buch dran, dann wieder das Atelier. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr wieder mal reinschaut. Ja, tschüss.